Leute, ich melde mich hier mit einem neuen Commentary zurück. Und zwar gibt es diesmal MW3 auf Resistance zu sehen. Ja, ich habe in letzter Zeit ja viel Battlefield 3 gebracht. Da dachte ich mir, ich kann auch mal wieder MW3 bringen. Ist ja vielleicht auch von einigen noch erwünscht, auch wenn das Spiel ja von den meisten Spielern, so wie ich das mitgekriegt habe, nicht so sehr, gemocht wird. Auf jeden Fall habe ich dieses Gameplay auch schon mal gebracht, bevor ich meinen Channel neu gestartet habe. Das ist jetzt aber auch schon über 2 Monate her seit dem Neustart, also ist dieses Video schon uralt und ich denke mal, die meisten von euch kennen es noch nicht. Und es ist eigentlich ziemlich gut, weil es ist ein flawless Team Deathmatch. Ich sitze hier zwar viel in den Killstreaks, also in der AT-130 und so weiter rum, aber trotzdem ist es ganz schön anzusehen. Ja, und ich habe mir jetzt erst gedacht, ob ich jetzt, ich habe ja jetzt Premium, habe ich ja schon erzählt, also Battlefield 3 Premium, ob ich jetzt dann erstes Eindruckvideo oder sowas drüber mache oder ein komplettes Review, was ich jetzt aus meinem Standpunkt eh noch nicht kann. Aber ich dachte mir, ich habe das jetzt schon ganz schön spät gekriegt, also für die PS3 ist das ja schon seit über einer Woche draußen. Da lohnt es sich eigentlich auch gar nicht mehr, jetzt irgendwie erste Eindrücke zu hochzuladen oder ein ganzes Review zu machen. Das haben andere schon alle gemacht und das ist mittlerweile auch schon von den Xboxern her bekannt sozusagen. Deshalb mache ich jetzt da kein extra Video zu. Ich denke mal, ich werde immer so ab und zu mal so ein paar kleine Sachen dazu sagen. Das werde ich gleich auch noch machen. Immer so ein bisschen alles verteilt auf so ein paar Videos und vielleicht nach einiger Zeit, wenn man das denn beurteilen kann, auch mal ein größeres Review dazu machen. Mal sehen, ich denke mal, jetzt auf die Schnelle hat das jetzt noch keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das jetzt und ich habe das jetzt bisher wenig gespielt. Ich habe gerade mal eine Close Quarters Map gespielt und so weiter und so und ich habe kaum Waffen freigeschaltet. Aber mir gefällt es jetzt so nach dem ersten Spielen eigentlich ziemlich gut. Ich hätte es nicht so gedacht, dass das Spaß macht. Ich mochte Battlefield 3 eigentlich eher wegen den großen Maps und jetzt so auf den kleinen Maps. Ich habe zwar auch erst wirklich eine Runde gespielt, das lief auch ganz gut, hat das mir echt Spaß gemacht. Ich habe da Waffenmeister gespielt, ist ja aus Call of Duty beziehungsweise auch aus Counter-Strike, habe ich nie gespielt, bekannt. Und es hat eigentlich doch relativ Spaß gemacht. Es war gar nicht so hektisch und chaotisch, wie ich es jetzt erwartet hätte, wie ich das hier aus Call of Duty kenne. Nein, es war ziemlich angenehm und man konnte es gut spielen. Ja, auch die neuen Waffen habe ich jetzt erst die TAR, glaube ich, freigeschaltet. Quatsch, ich glaube, TAR ist es. Die AUG, Entschuldigung, die AUG habe ich freigeschaltet, die AUG A3 ist es, glaube ich. Ja, da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber ich bin ein bisschen überrascht, dass die ACR zum Beispiel jetzt bei den Engineers, Engineer drin ist, oder Pionier heißt er ja. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil das ist ja eigentlich ein Sturmgewehr, das zur Assault-Klasse gehören müsste. Hatte ich mir so gedacht, ich habe mir nicht groß Gedanken darüber gemacht, hat mich ein wenig verwundert. Finde ich auch nicht so toll jetzt, aber was soll man machen? Am Anfang kam es mir auch noch so vor, als wäre der Pionier bei Battlefield 3 wesentlich stärker mit dem Raketenwerfer. Das wurde irgendwie abgeschwächt. Kann das sein? Oder ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe halt so das Gefühl. Ja, wie ihr seht, ich hole hier die AC-130 und ja, dann hocke ich mich eigentlich da rein und dann geht's so weiter. Was wollte ich noch sagen? Genau, im Moment ist ja Fußball-WM. Ich weiß gar nicht, ob ihr am Gucken seid. Ich weiß auch nicht, wann das Gameplay hochkommt. Aber heute Abend jedenfalls spielt wieder Deutschland, das zweite Länderspiel von Deutschland. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich bin im Moment ziemlich heftig dabei, diese ganzen Spiele anzugucken. Obwohl, ich muss so ehrlich zugeben, ich gucke eigentlich nie Fußball. Ich bin wirklich nur der EM- und WM-Gucker. Von vielen Leuten wird das auch aus irgendwelchen Gründen gehasst. Ich weiß es auch nicht. Die finden immer, die schreiben dann immer nach den EMs und WMs, ja, und jetzt kommt Bundesliga und keiner interessiert sich mehr dafür und so ein Scheiß. So ein bisschen Hipster-mäßig halt. Naja, was heißt Hipster-mäßig? Auf jeden Fall würde mich mal interessieren, ob ihr auch guckt und für welches Land ihr seid. Also klar, die meisten werden für Deutschland sein, aber ich denke, es gibt auch viele Bekannte jetzt oder Freunde von mir, die sind auch für andere Länder, weil sie einfach daherkommen. Schreibt es ja auch einfach mal rein hier. Ich lese ja gerne eure Kommentare. Ja, und ich hatte noch, Apple hatte ich, wie ihr wisst, ich habe ja einige Apple-Produkte sozusagen. Ich schneide die Videos hier auch auf dem MacBook und so weiter. Und da gucke ich mir auch ganz gerne diese Apple-Keynotes an, heißen die, wo einfach, wie ist so wie die E3, wo die neue Produkte vorstellen. Und das war jetzt Montag der Fall und ich habe mir das auch angeguckt und ich muss sagen, so langsam ist es ein bisschen übertrieben. Die haben da ein neues MacBook Pro vorgestellt. Von den technischen Spezifikationen war das auch echt 1A. Das hat irgendwie einen Quad-Core-Prozessor und so weiter und so fort. Hat ein Retina-Display, falls euch das was sagt. Also eine sehr hohe Auflösung. Ich glaube, viermal so hoch wie ein HD-Fernseher. Ich
Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, wie die Pixelmaßen waren, aber von den Innereien ist das, Innereien sage ich schon, von den technischen Spezifikationen war das echt top. Flash-Speicher, alles dabei. Aber dann fängt das Ding bei 2200 Euro an. Und ich meine, es ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man es so rechtfertigen kann. Ich kenne mich gar nicht so aus, ob das jetzt mit anderen Notebooks vergleichbar ist vom Preis. Aber ich fand das schon sehr, sehr teuer jetzt so. Besonders jetzt in meinem Fall, wo ich jetzt fast Student bin, ist sowas natürlich auf keinen Fall drin. Wäre zwar sehr schön. Was haltet ihr eigentlich so von Apple? Ich war da bisher eigentlich immer relativ überzeugt von, weil es einfach funktioniert hat. Es war zwar teurer, aber es hat, lief alles stabiler als meine alten Windows-Rechner. Und ich würde da jetzt auch gerne noch mehr zu erzählen, aber das Gameplay endet hier leider schon. 29.0 geht es auf Resistance. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Firma haltet. Es gibt ja einige, die hassen die Apple total, einige mögen sie. Ja, mein Name ist MegaQuest, ich bin jetzt raus. Ciao.